Liebe Landratten, lange war es ruhig um World of Warships, oder zumindest vermeintlich ruhig, denn bis auf die Geschenkboxen war hier nicht mehr wirklich viel, hat einen ganz banalen Grund gehabt, denn man konnte, oder ich zumindest mit Patch 0614, glaube ich war es, kein Video mehr abspielen, kein Replay. Und da ich aktuell zur Zeit, wie ihr dann auch der ein oder andere weiß, kein World of Warships selber spiel, gab es halt dann einfach mal keine Videos. Da ich aber nach wie vor sehr gerne kommentiere, bin ich froh, dass es jetzt mit dem aktuellen Patch wieder funktioniert und ich euch heute ein Video von der North Carolina präsentieren kann und dann auch noch ein Ranked-Video. Also umso schöner und deswegen springen wir direkt in die Action. Wir sehen da hinten die ersten Gegner auf Amagi Tirpitz. Die ersten Schüsse waren raus. Die Frage ist, kommt da auch noch davon einer an? Aber sieht wohl nicht so aus. Doch! Ja, aber 1300 Schaden, das ist natürlich eher so homöopathisch. Da passiert nicht so ganz viel. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Wie gesagt, ab und an natürlich gibt es hier vielleicht das ein oder andere Fehlerchen in den Replays. Also wenn ihr die Ansicht oder irgendwas ab und an nicht passt, nicht wundern. Das ist leider so. Auf jeden Fall sehen wir das ganze Gegnerteam da aber komplett geschlossen Richtung B fahren. Und natürlich hinten die Shukaku. Die war da sehr schön und frei zu gesehen und fahrend. Also da könnt ihr jetzt vielleicht mal ein bisschen rumsen. Und da sehen wir aber auch nur 3400 Schaden. Da hat die Shukaku jetzt mal richtig Dusel gehabt, weil das hätte ja schon dementsprechend mal richtig wemsen können. Hat es aber leider nicht. Daher müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis wir ihn hier sehen, wie er so richtig Damage macht. Auf jeden Fall wird es kommen. Aber auch da wieder jetzt 1300. Also jedes Mal, wenn man so denkt, ja, da geht jetzt was, da kommt er mit so einem Hit rüber, wo man sich denkt, nein, doch nicht. Da geht doch nichts. Jetzt vielleicht auf die Amagi da mal ein schöner Treffer. Ja, mit 8300 schon mal besser als alles, was davor gekommen ist. Aber das ist jetzt nicht so die fetten Hits, auf die man hier wartet. So, wo man sagt, so das Metall wird zum Bersten gebracht und das Wasser macht einen Feuersturm praktisch um dieses Schiff herum, wo das Schiff dann irgendwie in die Tiefe gezogen wird. So, ne. Ist alles so, jo, hab getroffen, fertig, weiter, nächster. Ah, schauen wir mal. North Carolina, die Schüsse müssen zuerst ankommen. 7000 und die Hipper, ich glaube, die werden doch sogar einschlagen. Also da nochmal 2600. Also mit viel Wohlwollen war das eine 10.000er Salve. Aber da muss noch mehr, da muss noch mehr. So, jetzt auf die Hipper, komm. Junge, bremse raus aus dem Wasser. Zeigt er mal hier, wo die North Carolina die Granaten nach Hause bringen könnte. Zack, komm, und jetzt... Booyakasha! Na, also, da ist eine Zitadelle und 18.700 Schaden. Und in Summe war da ein bisschen was am Start, deswegen jetzt bei 47.000. Warum nicht gleich so? Sowas wollen wir sehen. So richtig die dicken Kellen auspacken. So, jetzt vielleicht schon, nee, ich wollte gerade sagen, versenkt, noch nicht leider, aber nochmal deutlichst dezimiert. Jetzt hat die Hipper sich auch schon hier dazu entschieden, jetzt mal zurückzuballern, also mal schauen. Aber die ist da langsam unterwegs, also die nächste Salve dürft eigentlich die Hipper aus dem Wasser pusten.
Er hat hier eigentlich eine ganz schöne Position jetzt sich da geholt. Aber nein, 6700, die lebt noch. Hat es wirklich da geschafft, sich hier zu erwehren, dem Untergang. Da dachte ich mir jetzt eigentlich schon, alter Lachs, Hipper ist weg. Aber einer muss er noch. Auf jeden Fall hat er jetzt hier viel Aufsicht drauf. Und jetzt wird er jetzt, naja gut, klar, aufgrund der Position nimmt jetzt erstmal die Yamagi, denn die Hipper, die fährt da doof weg. Er hat jetzt auch noch ein bisschen hier die Insel geküsst. Yamagi geht hier auf 3900 Damage noch raus. Das ist zu wenig, da muss definitiv mehr kommen. So wird das alles nix. So, die Flugzeuge, wir sehen sie hier jetzt ankommen. Seine Flak ist da aber sowas von jetzt am Start. 5 Flugzeuge schon abgeschossen. Und weiter geht das lustige Flugzeugsterben. Ein paar Bomben hier, aber nichts Schlimmes. Und da jetzt die Torpedos, die werden fast schlimmer. Aber wieder 2 Flugzeuge, 4 Flugzeuge. Also jedes Flugzeug, was hier ankommt, endet im Kamikaze. Denn da hat er richtig gut Mannschaft am Flakgeschütz am Start. Wir holen hier alles runter, was da so ankommt. Shit egal, was es ist. Der 8800 jetzt nochmal auf die Tierpitz. Ja, langsam aber sicher ist er bei 77.000. Aber ich verspreche euch hoch und heilig, da geht noch einiges. Die Runde selber ist ja hier aktuell ja noch sehr ausgeglichen. Gegnerseite ein Schiff verloren, seine Seite 2 Schiffe verloren, beide mit ihrem Cap. Also da ist jetzt noch keine Seite irgendwie dominant in Führung. Also es gibt jetzt noch nicht so den Moment, wo man sagt, jo, das Team ist aber jetzt mal ganz hoch in Führung, die Tirpitz. Mit 11.000 jetzt ein schöner Treffer. Damit ist die Tirpitz jetzt definitiv versenkbar. Ja, die Yamagi, die hat auch kaum mehr HP. Und wenn die jetzt noch versenkt werden würde, dann ist es hier komplett ausgeglichen. Beide Seiten dann mit jeweils 3 Schiffen am Start. Und jetzt ist sie da auch weg. Oh, da ist die Luoyang aber ganz nah. 2,8 Kilometer gegen die Kagero. Das wird jetzt natürlich ein episches Gefecht. Klar, Kagero schon direkt die Torps im Wasser. Er selber hält sich jetzt hier erstmal vornehm zurück, weil er weiß, okay, das könnte mir sonst ganz doof vor die Füße fallen mit so einer Torpedosalve. Kagero scheint hier wegzukommen. Wie gesagt, jetzt muss die natürlich noch auf die Torpedos aufpassen. Flugzeuge sind auch wieder in seine Richtung. Flachs geht schon wieder steil. Sieht man schon, erstes Flugzeug schon abgeschossen. Drei Flugzeuge schon, 4 Flugzeuge und die Flachs weiter. Also jedes Mal, wenn der Flugzeugträger meint, ihn hier anzufliegen. Keine Chance. Leider ist seine Kagero hier zerstört worden, wie man sieht. Das ist aufgrund der Flugzeuge ein bisschen untergegangen. Also Kagero nicht mehr am Start. Aber wenigstens bleibt er hier ein guter Support. Tierpilz da hinten ein bisschen was machen können an Damage. Deswegen jetzt bei 107.000. So, mal schauen, wie hier jetzt die Tirpitz-Salbe da reinfliegt. Ja, 12.000 und jetzt mittlerweile auch das Großkaliber. Langsam aber sicher kommen wir dann schönere Damage-Sphären, denn jetzt hat er aktuell schon 120 da auf dem Tacho. So, ja, aber jetzt komm. Tirpitz da mal voll reinwemsen. Penetration.
So. Leider, wie gesagt, die Replays ab und an spacken noch so ein bisschen. Und dann haben wir jetzt halt nicht diese Höhenskalierung, aber wenigstens das Schiff und das Fadenkreuz von ihm, was wir sehen. Jetzt geht er dafür die Shokaku, so wie es aussieht. Will erstmal den Flugzeugträger da raus haben. Ist natürlich ein sehr dankbares Ziel. Komplette Breitseite. Und jetzt sollten wir doch da mal einen Treffer sehen. Jo, ich wollte gerade sagen, der sich mal richtig gewaschen hat. 28.000 Damage und damit jetzt schon bei 165.000. Sein sage und schreibe, erster Kill. Muss man auch mal schaffen. 165.000 Damage ist jetzt nicht gerade ganz wenig. Und dabei lediglich ein Schiff nur zu versenken, kommt durchaus vor, aber normalerweise könnte man das schon in den einen oder anderen Kill gemacht haben. Ja, jetzt hier auch noch auf die Tirpitz knapp 10k. Also jetzt langsam aber sicher ist das Momentum hier bei ihm und seinem Team. Die Lu Yang da hinten ist ein bisschen gerade auf Jagd nach seinem Flugzeugträger. Das ist ein bisschen unangenehm und die North Carolina hier auch noch seitlich von ihm. Was aber gut ist, die Tirpitz bleibt da in Schrägfahrt, also dass er hier gut auf die Seite ballern kann. Das macht es ihm natürlich jetzt viel leichter. Alle Türme, alle im Start, alles was rausgeht, wird rausgeschossen. Zweiter Turm hätte er noch, aber der hat er noch nicht rausgehauen. Zweiter Kill, Lu Yang in 14,7 Kilometer ist machbar. Er ignoriert jetzt auch einfach mal die North Carolina vor sich. Der will hier, oh ja, der hat nämlich gesessen. Der will jetzt unbedingt hier seinen Flugzeugträger supporten. Aber er sollte sich jetzt erstmal um die North Carolina kümmern. Heilen kann er sich noch nicht, dafür muss er noch 25 Sekunden durchhalten. Das heißt, die North Carolina kriegt auf jeden Fall noch eine Salve raus, bevor er sich hier heilt. So, er ballert noch nicht los. Er will noch warten, ob die vielleicht so ein bisschen besser sich positioniert. Jetzt wartet er, bis sie komplett auf ihn zufahrt und dass da wirklich wenigstens alle Granaten da aufs Deck fliegen. Aber 1300 Schaden ist natürlich gar nichts. Und ich glaube, dass er jetzt hier versuchen will, sich den Sturkopf zu holen und zu rammen. Habe ich zumindest so im Gefühl, dass er jetzt hier auf Kollisionskurs erstmal geht. Oder knapp vorher wegdreht und dann da für die Zitadelle geht. Aber wir werden es gleich sehen. Es sieht mir eher nach einem ganz klaren Fall von mit dem Kopf durch das Schiff durchaus. Und ja! Da hat er sich's geholt. Sehr schön. Immer wieder nice zu sehen. Und auch wenn da hinten die Lu Yang nicht mehr lang mitmacht, aber sehr, sehr nice. So, das war es dann auch so gut wie. Wir werden uns jetzt hier das Ende noch ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder World of Warships zu sehen. Und wünsche euch weiterhin geile Runden. Bis zum nächsten Mal, euer Karamba.